Ja, jetzt haben wir Pyrokräcker-Raritäten. Comet, Dragonbanger, Bo Peep. Die Bo Peep Anfang 2000. Die Dragonbanger Mitte 90, schätze ich mal. Müssen wir gleich mal reingucken. Vielleicht haben sie noch graue Lunte. Und die hier auch Ende 90er, Hersteller NN. Ich würde sagen, wir fangen an mit dem Bo Peep. Stück. Von der Verarbeitung her noch zugestopft und verleimt. Rein ins Schlachtfeld. Die sind gut. Die sind wirklich noch ja. Gut. Ja. Der nicht mehr so. Nicht mehr. Also jetzt die Dragonbangers. Stauben schon. Schon mit Tonerde. Alter Schwede. Oh, mal drei Stück. Ich weiß gar nicht, ob es überhaupt lohnt, drei, die Dinger. Drei Stück, ob das reicht, oh, um einen Knall zu hören. Oh, du hast sogar vier. Ja. Besser ist das. Noch. Schicksal auf Nummer sicher gehen. Und der erste ballert schon hier richtig weg. Der zweite übertrieben hinterher. Das ist der Ober. Ja, der dritte ging. Ich glaube, ich habe bessere Knallerbsen. So, ja, und die vermeintlich besten vielleicht sogar. Von Komet, Hersteller NN. Auch keine graue Lunte. Nee. Ja, wir hätten bei den Dragonbangern vielleicht Glück haben können. Aber. So, die vermutlich vielleicht sogar besten. Ähnlich wie die Bo Peep. Ja. Kommt aus der gleichen Klitsche. Die sind gut, die schnipsen auch schön. Ja, also macht Spaß.